Da sind wir wieder zurück in Terra Robada und wir sind immer noch die Bitch für Torino, der uns mit Sweet erpresst, aber vielleicht auch eine Möglichkeit für uns bietet, Sweet irgendwann mal aus dem Knast tatsächlich rauszuholen. Ich würde sagen, uns bleibt sowieso nicht viel anderes übrig, als ihm zu vertrauen. Irgendwie ist die Kamera so nah, oder? Naja, mal schauen. Von daher würde ich sagen, legen wir einfach los und schauen mal, was sich so ergeben wird, wenn wir Torino vertrauen und machen, was er sagt. Verdant Meadows. It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed himself and then we nuked Japan. And people believe this shit. Jesus. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey, man, what did you want? Is you gonna free my brother? No, not now. And here's a little newsflash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy, little fat Boris-looking guy, he's asking for clearance to interrogate you. Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You'd like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on, beat it. Ein Objekt kaufen also. Begib dich zu dem verlassenen Flugplatz und kaufe ihn. So sieht's aus. Wir erwerben neue Grundstücke. Und ich will mal schauen, ob ich das mit dem Fliegen dann dort gut hinkriege. Denn ich habe mich ja mit den ferngesteuerten Sachen nicht allzu glücklich angestellt. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Höh, die Kiste ist schwerfälliger, als ich dachte. So, ich muss aber erstmal kurz schauen, wie ich hier fahren muss. Ich fahre natürlich gerade genau falsch, ne? Ist das richtig? Wo ist denn das? Wo ist denn der Flugplatz? Ach, hier oben. Ach Gott, das ist ja im Hintern der Welt. Ja, komm, dann lass mal kurz rumdrehen. What wonderful drive. Oi. Halt, Taxi. Oh, da ist noch ein Taxi. Sehr gut. Das macht die Sache ein bisschen schneller, aber telefonieren wir erstmal. Wer ist denn da? Yo, CJ. It's like Jethro, dude. Hey, Jethro, how is it? Yo, dude. The garage is coming along nicely, man. But I rang about something else. There's an unofficial street racing club in San Fierro. Unofficial as in illegal, right? I don't know what you're talking about, dude. Anywho, they meet up around the driving school someplace. Thought you might, you know, like to know. Thanks, Jethro. I'ma think about it and I'll holler at you. Later, man. Okay. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Aber das können wir uns bei Gelegenheit mal anschauen. Da ist aber jemand ungeduldig geworden da hinten. So, jetzt haben wir auch mal ein Auto, mit dem wir hier ein bisschen Nitro geben können. Und das machen wir auch gleich mal. Nitro! Wow! Ich hab's fast aufs Dach geschafft. Mensch. Ist interessant, wie die Kiste abdriftet hier. Okay, ich will mal ganz kurz was schauen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, hier ist irgendwo... Ist das in dieser Siedlung? Ich habe keine Ahnung. Eine neue Freundin für CJ. Nee, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Das müsste ich mal nachschauen. Ich würde denken, das war irgendwo hier in einer dieser Siedlungen. Aber ich krieg's nicht mehr ganz auf die Reihe. Ich weiß, dass die eine Polizistin war. Ich weiß aber nicht, ob die im Polizeirevier, insofern die überhaupt eins ist, was ist das denn, zu finden ist. Little Probin, okay. Lass mal reingehen. Das interessiert mich. Ich weiß nicht, ob ich was von euch reingesteckt kriegen will. Das ist eine Kneipe, okay. Interessant. Ja, sieht von innen aus wie eine stinknormale Dorfkaschemme wahrscheinlich hier so, ne? Okay, lass uns wieder gehen.
bevor wir hier tatsächlich eine Little Probe reingestopft kriegen. Auf geht's. Und wieder Nitro. Jetzt haben wir ja Neues, nachdem wir im Haus waren. Hier lohnt sich das auch mal auf der geraden Strecke, Mensch. Gut, jetzt müssen wir hier zur rechten Hand eine Gegend haben, die wir meiden sollten, nämlich eine Militärbasis. Die werden wir aber später noch begutachten dürfen. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal gerade weiter ab durchs Grüne. Naja, mehr oder weniger Grüne, sagen wir mal. Oh, das sieht doch schon aus, als ob man hier zumindest früher mal geflogen ist. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, wenn ich mir die Dinger angucke, aber wir werden diesen Flugplatz wieder erstrahlen lassen im alten Glanze. So, da sind wir. Das soll unser neues Eigenheim werden. Na gut, schauen wir mal, ob es wirklich bloß ein Dollar ist. Nein, natürlich nicht. Es sind 80.000 Dollar. Und CJ könnte ja den Rat befolgen und einfach die vorherigen Besitzer umbringen, aber er ist ja ein guter Kerl, deswegen gibt er das Geld auch aus. Der Flugplatz gehört uns. Gut, dass wir so viel angespart haben und nicht so viel dann ausgegeben haben im Nachhinein. Ja, und damit steht mal wieder Fahrschule auf dem Programm, allerdings diesmal nicht für Autos, sondern für Flugzeuge. Ausrangierter Flugplatz-Tower, das ist unser neues Zuhause. Wunderschön. Können wir auch mal speichern. Einfach nur, damit wir mal wieder Tag haben. So, jetzt weiß ich bloß nicht. Ach nee, wir müssen draußen hingehen, um die Flugschule zu starten, ne? Und da musste ich die Aufnahme mal kurz unterbrechen. Das ist sehr schade, aber was soll's. Gut, machen wir einfach direkt weiter. Wir dürfen mal wieder uns in eine Schule begeben, eine Fahrschule. Diesmal ist es die Flugschule. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Well, Carl, so what do you think of our new base of operations? It's missing something. Maybe a tennis court and a pool will help motivate me better. Very nice, Carl. Very cute. So listen, now, you're gonna have to learn how to fly. No, I ain't. Yes, actually you are. I set out a series of tests for you. You can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly if you're gonna continue working towards your brother's freedom. Shit, whatever, man. Very nice. Na super, das kann sehr, sehr lustig werden. Learning to fly. Das Problem ist, dass die Steuerung für Flugzeuge auf dem Computer echt beschissen ist. Also wirklich beschissen. Ich habe mir jetzt die Höhenruder bei Zeros Mission, nein, nach Zeros Mission, nach der ersten Mission, wo ich den Flugzeug lenken musste, schon mal hier irgendwo mit hingelegt. Aber trotzdem ist das absolut unintuitiv, wie die Steuerung jetzt gelegen ist. Und ich werde wahrscheinlich das eine oder andere Mal richtig schön abkacken hier und richtig schön sterben. Na gut, drücke auf, um den Sinkflug nächste Markierung zu erreichen. Das schaffen wir. Und drücke ab und halte W gedrückt, um den Steigflug die letzte Markierung zu erreichen. Geschafft. Soweit kein Problem. Trotzdem bloß Silber, ihr Schweine. Na gut, lasst uns weitermachen. Flugzeug landen. Na, auch das sollten wir noch hinkriegen. Drücke zwar, um das Fahrgestell auszufahren. Das können wir. Nimm Kurs auf die erste Markierung. Halte S gedrückt, um die Geschwindigkeit zu drosseln, bis das Flugzeug langsam sinkt. Drücke ab, um die Sinkrate zu vermindern. Halte aufgedrückt, um den Bug des Flugzeugs unten zu halten. Und da sind wir auch schon. Das ging sehr gut. Das ist Gold für uns. Kreise über dem Flugplatz. Jetzt wird's unschön. Denn jetzt werde ich... Machen wir mal im Uhrzeigersinn. Jetzt werde ich nicht mehr darum herumkommen, richtig zu lenken. So, Fahrwerk weg. Drücke Q mit Hilfe des Ruders, eine Linkskurve zu fliegen und E, um eine Rechtskurve zu fliegen. Das reicht leider nicht, ist das Problem dabei. So, wir können auch so um die Kurve fliegen. Hey, das hat ganz gut geklappt sogar. Das wird... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Eieieiei. So, das wird sehr, sehr uncool. Die Sache ist, ich neige dazu, immer Gas zu geben, um dann
mit dem Höhenruder was zu stellen zu wollen. Das hat nicht gereicht, da müssen wir es wohl nochmal machen. Setzen wir mal auf. Ja, ich neige dazu, mit dem Höhenruder arbeiten zu wollen und dann Gas und Bremsen zu drücken, weil es ist einfach, naja, wie gesagt, es ist sehr unintuitiv, das Ganze. Und Kamera kann ich gar nicht bewegen mit der Maus, weil ich beide Hände an der Tastatur halten muss. Von daher wird unschön. Mal sehen, wir werden es schon irgendwann hinkriegen. Die Frage ist nur, wann. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. So. Sieht schon besser aus. Bisschen hoch. Bisschen hoch. Ich gebe mal nicht so viel Gas, das ist vielleicht auch ganz gut. So, ja. Das sieht ja schon fast kontrolliert aus, wie ich das hier mache. Achso, ich drücke schon wieder die falsche Taste. So. So, rüber, rüber, rüber. Ja, schön. Geht das Flugzeug in quer der Längssteigung, verändert sich der künstliche Horizont entsprechend. Ja, das ist mir gerade relativ egal. Das sollte geschafft sein. Wunderbar, sogar Silber gekriegt. Dafür, dass ich so krumm geflogen bin. Naja. Hey, wir haben den Pilotenschein erhalten. Ist das nicht schön? Gut, nächste Mission. Kreise und lande. Na gut. Das gleiche in grün, bloß dass wir noch landen müssen. Schauen wir mal. Wenn es so gut klappt wie gerade eben, dann sollte das eigentlich funktionieren. Dann mache ich mir nicht so viele Sorgen. Aber die Frage ist, ob sich das wiederholen lässt, so wie ich gerade geflogen bin. Das war schon für die Verhältnisse hier relativ gut gewesen. Vielleicht gewöhne ich mich ja auch langsam dran. Kann ja auch sein. So. Vielleicht reicht das ja sogar doch mit dem Seitenruder. Naja, meistens zumindest. So, ja, ja, ja. Okay. Wir sind auf Kurs. Einfach kein Gas geben, dann irritiert mich das auch nicht, dass ich hier an drei Steuerungselementen gleichzeitig arbeite, sozusagen. So, wohin? Oh, neige die Maschine nach links und lande auf der Piste. Ist das nicht schön? So, das kriegen wir hin. So, halte der Zielzone, um extra Punkte zu sammeln. Ah! Geschafft! Und das gibt Silber. Ich bin erfreut. Gleich im ersten Versuch. Ist das nicht schön? Nächste Runde. Hubschrauberstart. Das, ja, W drücken. Halte W gedrückt, um schneller zu steigen. Also ich glaube, Hubschrauberfliegen ist ein bisschen einfacher. Steige kontinuierlich höher. Ja, ich drücke halt die Taste. Gut. Haha. Lass W los, um nicht mehr zu steigen und die Höhe zu halten. Das können wir auch. Dreh den Hubschrauber jetzt um 180 Grad. Mit Hilfe von Q und E kannst du ihn nach links und rechts drehen. So. Soll ich nochmal? Oder A. Halte aufgedrückt, um den Hubschrauber um 45 Grad zu neigen. So, ganz so doll dürfen wir dann doch nicht drücken, sonst stürzen wir ab. Halte W gedrückt, um vorwärts auf die Markierung zu fliegen. Gut. Und das gibt sogar noch Gold. Ich hätte es nicht gedacht. Gut. Schön. Heli landen. Halte auf und weh, um deine Vorwärtsgeschwindigkeit beizubehalten. Also das fällt mir jetzt ein bisschen leichter als mit dem Flugzeug. Das ist dann auch ein bisschen intuitiver, wenn hier die Höhenruder genutzt werden. So. Lassen wir schon mal los. Die Feststelltaste benutzen wir mal nicht. Ich lande einfach so. Zack, fertig. Gab sogar bloß Silber. Okay. Aber ich Schaden genommen habe, deshalb. Wie gemein. Gut, Ziele zerstören. Jetzt müssen wir mal schauen. Wie mache ich denn das am besten? Ich habe ja keine Hand an der Maus, das ist das Problem. Ich meine, ich kann auch hier... Na, wir schauen mal. Ich kann auch mit der Hand, die fürs ganze Steuern links zuständig ist, also für die WASD-Tasten, schießen, weil Steuerung und Alt ebenfalls fürs Schießen geeignet sind.
Probieren wir es doch mal. Zerstöre die drei Trucks am Ende der Piste, ja. Zerstöre die drei Trucks. So, nochmal, vernünftig. Am Ende der Piste. Schauen wir mal. Die Steuerung um L, um die Waffe abzufeuern und Maustaste L, um Raketen abzufeuern. Ja, wir schießen einfach mal drauf los. Mal sehen, was wir erwischen. Wir haben auf jeden Fall was erwischt. Ja, zerstöre ich jetzt die beiden fahrenden Autos im Südwesten der Piste. Es hat sogar funktioniert, irgendwie. Es ist erstaunlich. Kamera, bitte mitbewegen. Ich habe keine Hand für dich frei. Ah, schön. Aber schieß mal blind. Funktioniert leider nicht. Da scheint irgendwie ein Grafikfehler sich einzuschleichen, wie es aussieht. Jawohl. Lande auf der Piste, das können wir wieder. Das klappt dann sogar sehr gut. So, halt in der Zielzone, um extra Punkte zu sammeln. Es ist schön, wie der immer so fast senkrecht steht. Dann zack. Geschafft, das gibt Silber, das ist in Ordnung. Weiter geht's. Looping ausführen, okay. Wollen wir mal. Halte W gedrückt, um die Höhe zu halten. Halte die Maschine gerade und fliege auf die erste Markierung zu. Das sollte ja gehen, denn jetzt brauchen wir keine Links-Rechts-Ausrichtung. Sobald du auf die Markierung triffst, verwende ab, um schnell nach oben zu steigen und ein Looping zu fliegen. Drück jetzt schon ab. Ich muss da erstmal zu dem hier kommen. Okay. Wunderbar, hat funktioniert. Ach so, ich hätte wahrscheinlich... Ah, okay, ja, ich verstehe. Ich hätte eigentlich erst nach dem Looping durch die zweite Markierung fliegen müssen, aber es hat ja für Gold gereicht sogar. Okay, Rolle. Wenn es nur die Rolle ist, das ist auch machbar. Halte W gedrückt, um die Höhe zu halten. Halte die Maschine gerade und fliege auf die erste Markierung zu. Das kennen wir ja bereits. Sobald du auf die Markierung triffst, halte A gedrückt, um eine Fassrolle durchzuführen. Okay. Wow. Hier, da lang. Hat funktioniert. Gut. Wir haben so ein bisschen die Richtung verloren, aber das ist egal. Und damit kommen wir schon zur Fallschirmlandung. Drück im freien Fall auf, um nach vorne abzutauchen. Jetzt kann ich auch mal wieder eine Hand an die Maus nehmen. Hier ist es nicht schön. Verwende ab, um den Siegflug zu verlangsamen und drücke links und rechts, um zu rotieren. Hui! Die Kamera ist so verdammt nah irgendwie. Drücke jetzt Maustaste L, um den Fallschirm zu öffnen. Jetzt schon? Okay. Lande auf dem Ziel, lande weiter in der Mitte, um extra Punkte zu sammeln. Schauen wir mal, ob wir ankommen. Das ist immer so ein bisschen schwer einzuschätzen. Es ist viel zu nah, die Kamera. Ich muss da mal irgendwas dran ändern. Fliegst du vorwärts, sinkst du auch langsamer. Ich glaube, ich habe zu spät gedrückt. Kann das sein? Ne, es könnte noch gerade so reichen. Oder? Schlecht einzuschätzen, muss ich sagen. Okay, ja, wir segeln einfach mal. Mal schauen, ob wir ankommen. Es sieht aus, als ob wir zumindest in die Nähe kommen. Na, das könnte knapp werden. Ich glaube, das reicht nicht ganz, oder? Ich glaube, wir kommen gerade so auf die Kante. Doch, es reicht für 10 Punkte. Gut, das ist Bronze, das reicht mir. Und damit haben wir es geschafft. Ich hätte echt gedacht, dass wir hier mehr Probleme kriegen. Aber es ging dann eigentlich ganz gut, muss ich mal so feststellen. Ne? Das ist wunderschön.